Ja, jetzt geht es zu einer ganz interessanten Tour. Und zwar liegt jetzt hier hinter mir der Flughafen Stuttgart, wo ich mir einen Mietwagen geholt habe. Vollgepackt mit lauter Heimkino, Zubehörartikel, meinem Kalibrierungsequipment. Und jetzt geht es auf eine Tour, die mich über den Münchner Raum, das mache ich heute, Linz und Umgebung, das kommt morgen und übermorgen dran, bis hin nach Wien führt. Das ist dann Samstag, Sonntag der Fall. Von Wien geht es dann mit dem Flieger, deswegen der Mietwagen, nach Hamburg. In Hamburg dann einmal Termin direkt in Hamburg und dann noch einen bei Flensburg, ebenfalls eine Kino-Inbetriebnahme. Und dann nehme ich es jetzt einfach mal mit und zeige Ihnen, was ich da Schönes mache. Jetzt kann ich nicht versprechen, dass ich bei jedem der Termine irgendwas Interessantes hier vor die Kamera bekomme. Deswegen lasse ich es jetzt mal offen, was ich jetzt wie genau zeige. Auf jeden Fall werde ich probieren, jeden Tag einzeln als Episode eben vorzuführen, beziehungsweise dann eben zu zeigen. Legen wir mal los. Beim ersten Termin geht es um eine Baubesprechung von einem Heimkino hier in einem neuen Anbau. So sieht es hier noch aus. Kunde ist ein bisschen hinterm Zeitplan, aber er sagt, das Kino wird mit Hochdruck als allererstes fertiggestellt. Hier kommt der Technikbereich nachher hin. Das hier war eine kleine Überraschung. Wir wussten, dass hier ein Schwimmbad sein soll, aber ich habe eher gedacht, dass dann hier der Bereich kommt, wo man ins Becken reinspringt. De facto ist das hier das Becken. Und naja, ist jetzt nicht so relevant für uns, aber trotzdem habe ich es mir anders vorgestellt. So, dann ging es um das Thema Technikschrank, Vorbereitung, Verkabelung. Jetzt gucken wir uns mal den eigentlichen Raum an. Hier kommt das Heimkino rein, da später die Tür. Über diese Treppen kommt man dann hier rein. Die spätere Raumhöhe wird 2,70 Meter sein, wenn der Estricht verlegt ist. Und ja, jetzt hat der Kunde da drüben in dem Eck, hier oben und da drüben solche Leerrohre installiert, die rüberführen, aber die reichen halt einfach nicht. Deswegen muss man dann hier eine andere Lösung finden. Der Raum wird später so genutzt, dass dann hier eine Zwischenwand reinkommt und dieser Bereich wird für Fitnesszwecke oder Billard, da bin ich mir gerade gar nicht so sicher, genutzt. Und ja, wir haben es dann so gemacht, besprochen, dass wir hier an der Decke entlang gehen, über dem Deckensegel und dann ungefähr bei dem Schlitz hier gehen wir in die Wand rein und setzen dann hier den Serverschrank, dass das Ganze eben möglichst kurz ist von den Signalwegen. Aber da der Kunde das ursprünglich sich anders vorgestellt hat mit dem Serverschrank, nämlich in dem Bereich hier, war das gut, denn wir müssen jetzt gucken, dass die ganzen neuen Anschlüsse hier gesetzt werden, wo auch der Schrank hinkommt. Ja, so viel jetzt hier direkt von der Baustelle. Das Kino, was wir hier übrigens bauen, werden wir höchstwahrscheinlich auch in einem kleinen Video vorstellen, sodass ihr dann jetzt einen vorher Geschmack bekommen und dann in einigen Wochen sehen, was hier fertig wird. Hoffentlich klappt es noch vor Weihnachten, deswegen störe ich jetzt hier die Handwerker nicht weiter, die jetzt kurz eine Pause gemacht haben, damit das Ganze fertig wird. Also der Vorbesprechungstermin, der ging länger, als ich es einkalkuliert und erwartet hatte, weil der Kunde dann nochmal viele Details vom Kino durchgegangen ist und nochmal Fragen hatte wegen Änderungen. Ist völlig verständlich und ich gebe mir da Mühe, nur ist es ja immer doof, wenn man dann gleichzeitig noch mit so einem Auge mal auf die Uhr guckt, weil man weiß, Mensch, es war eigentlich nur eine Bauvorbesprechung und nachher wurde es halt nochmal eine zweite halbe Beratung. Aber gut, kurze Mittagspause auf dem Parkplatz vom lokalen Edeka gemacht und jetzt hier durch die A99 durchkämpfen. Kennt wahrscheinlich jeder, der hier in München und Umgebung wohnt, das Thema mit dem Stau. Und jetzt geht es nach Poing zu einem Kino, was ich schon in der letzten Staffel von On the Road vorgestellt hatte, dem Tooltime-Kino, für einen kurzen zweiten Servicebesuch. Und da bin ich mir jetzt noch nicht sicher, ob es sich lohnt, da irgendwie nochmal die Kamera reinzuhalten. Aber zumindest fahre ich da jetzt gerade mal hin. Ansonsten melde ich mich dann danach zu einem Projektor-Kalibrierungstermin, der kurzfristig sich jetzt so ergeben hat. Und da kenne ich das Kino gar nicht. Schauen wir mal, was da auf mich wartet. Erkennen Sie das Kino wieder? Das ist das Tooltime Heimkino aus der ersten Staffel. Jetzt komplett fertig. Das letzte Mal hat es ja so reingepasst. Da war ich hier, wo noch nicht alle Bespannungen dran waren und das Deckensegel war auch noch nicht da. Zwischenzeitlich hatten wir noch einen Servicetermin, weil der Kunde hier mit der Leinwand beim Aufbau noch einen kleinen Fehler drin hatte, konnten wir ihm helfen. Und jetzt passt es halt gerade rein. Da gucke ich gerne nochmal rein. Ich baue jetzt hier gerade mein Messequipment auf und mache jetzt hier nochmal eine neue D-Rack-Einmessung. Unter anderem auch deswegen, weil der Kunde sich von uns hier dieses wunderbare dreisitzige Ventura-Sofa geholt hat. Ich zeige nur mal kurz hier Beleuchtungsfunktion, kann man pro Sitz hier steuern und dann halt eben auch mit elektrischer
Verstellung. Genau, ja, Kino sieht wunderschön aus. Für die Leute, die nicht wissen, worum es hier eigentlich ging und das in der ersten Staffel vielleicht nicht mehr wissen oder nicht gesehen haben, das sind Tooltime-Kinos. Bedeutet, der Kunde ist gekommen, hat gesagt, Leute, also ursprünglich war sein Gedanke, ich brauche die und die und die Hardware, wie so ein Einkaufszettel, macht mir einen Preis. Da habe ich zum Kunden gesagt, was bringt dir denn ein guter Preis, wenn du nachher kein tolles Kino hast, weil es nicht zusammenpasst? Und es geht ja nicht nur darum, dass Lautsprecher und Verstärker zusammenpassen sollen, sondern das Gesamte. Wie nutze ich den Raum? Nehme ich eine akustisch transparente Leinwand oder mache ich ein Center davor? Welche Größe von Lautsprecher nehme ich? Wo setze ich die Schwerpunkte beim Budget? Besserer Beamer, bessere Vorstufe und. Und da haben wir das Ganze auf ein Tooltime-Paket geswitcht. Und Tooltime-Paket heißt, dass der Kunde, oder das gilt natürlich auch für Sie, uns die Hardware abkaufen. Also sprich, ich plane das Kino. Sie kaufen von uns die Hardware, Sie bekommen die komplett von uns, mit Raumakustik, Bespannungen, Licht, eine komplette Lösung zum selber bauen, inklusive Anleitung. Und zum Schluss komme ich vorbei und kalibriere das Ganze. Zeige ich nachher in einem anderen Kino nochmal. Und das ist hier eben jetzt ein Beispiel, wie so ein Tooltime-Kino zum Schluss aussehen kann. Ich sage aber gleich, es ist natürlich eine zweischneidige Sache. Die meisten Leute denken, oh super, ich spare mir das Geld für den Einbau, aber man muss jetzt natürlich selber überlegen, wie viel Zeit man hier reinsteckt und ob man in der Zeit nicht lieber arbeiten möchte, um damit Geld zu verdienen. Das hat nämlich der Kunde auch gesagt. Es hat zwar Spaß gemacht, aber es hat sich so ewig hingezogen, dass er sein nächstes Kino bei uns bauen lassen wird, weil er einfach dann den ganzen zeitlichen Aufwand nicht hat. Aber das kann natürlich jeder sehen, wie er will. Wir unterstützen das, wenn Sie Ihr Kino selber bauen wollen, indem wir dann eben mit den Tooltime-Paketen gucken, dass es läuft. So, gleich laufe ich bei meinem dritten und letzten Termin für heute leider mit 2 Stunden Verspätung ein. Ich komme mir schon vor wie Mitarbeiter von der Deutschen Bahn. Aber gut, der erste Kunde, das war noch diese Beratung, die hatte ich jetzt nicht einkalkuliert, dass das noch mit dazu kommt. Und beim zweiten die ganzen Probleme mit D-Rack und Datasat. Aber in der Summe läuft es jetzt bei ihm wirklich super. Kunde ist total happy. Und das ist doch der Grund, warum ich hier unterwegs bin. Und ob ich jetzt eine Stunde früher oder später im Hotel ankomme, ist dann zweitrangig. Genau, ja, von dem einen Kunden weiß ich jetzt relativ wenig. Der hat erst letzte Woche bei uns einen Beamer aus dem Sonderpostenbereich gekauft, in Zahlungnahme. Und da kann ich jetzt natürlich nicht eine Kalibrierung im Preis inklusive machen, so wie wir es bei neuen Beamern ab bestimmten Preisklassen vornehmen. Aber weil es jetzt perfekt auf dem Weg lag, habe ich den jetzt noch mit reingepackt. Und ich weiß nur, dass er einen Beamer bei uns gekauft hat für ein reines Heimkino, dass der hinter eine Trennwand kommt, durch eine Glasscheibe durchstrahlt. Und dass ich den Kunden jetzt dann gleich noch mit einer Vor-Ort-Kalibrierung beglücken darf. Und es freut mich, wenn eine Wertschätzung für die Dienstleistung da ist, denn ich halte halt Vor-Ort-Kalibrieren, sonst mache ich mir ja nicht den Stress, umsonst hier durch die Gegend zu fahren. Ich halte es für den einzig richtigen Weg, und das zeigt es auch immer wieder, wenn ich bei Kunden bin, wie zufrieden die sind, dass dann wirklich das Perfekte aus dem Bild rausgeholt wird. Gucken wir uns einfach mal, was sich beim Kunden ergibt. Es ist immer wieder interessant, in ein Kino zu kommen, was man weder selbst gebaut, geplant hat und jetzt auch wie hier im Vorfeld noch gar kein Bild oder so gesehen hat. Ja, sind wir ganz direkt. Das Kino, wenn ich das jetzt hier so sehe, also der Beamer läuft gerade warm, deswegen habe ich jetzt hier mit dem Kunden vereinbart, dass ich kurz ein paar Minuten mit dem Handy hier eine kleine Moderation machen kann, um Ihnen und dem Kunden gleichzeitig zu erklären, was mir zu diesem Kino hier einfällt. Weil zur Bildkalibrierung brauche ich nicht viel sagen, das haben Sie schon gefühlt ein Dutzend Mal gesehen in meinen Videos, und ich erwarte jetzt nicht, dass das hier was anderes wird, obwohl, ich muss eins sagen, ich habe jetzt gerade falsche Testbild drauf, ich mache nachher ein Schnittbild rein. Hier ist halt, ich gehe jetzt mal so nah ran, eine von diesen, ich sage jetzt mal, Fliegengitterleinwänden, die einfach ein relativ unruhiges Bild generiert, gerade bei Bewegungen. Ich will jetzt nicht direkt sagen Moiré-Effekte, aber man sieht es schon bei diesem pixelgenauen Schärfetestbild über den 4K-Beamer, den ich jetzt hier ausgeliefert habe. Da habe ich so ein Flirren, gerade in den engen Auflösungsbereichen, was ich einfach mit unserem Leinwandmaterial nicht habe. Und ich bin kein großer Freund von den Tüchern, aber die haben den großen Vorteil, dass sie eben robust sind und verhältnismäßig günstig. Aber sie schlucken wiederum auch, ja gut, unser Tuch ist auch nicht so hell. Also so gesehen, über Helligkeit brauche ich jetzt hier nicht reden. Hier geht es eher um das Thema Bildschärfe und Akustik, weil dieses Tuch hat, oder generell diese Art von Tücher sind für Kammfiltereffekte, sprich eine selektive Frequenzgangsbeeinflussung, wesentlich anfälliger
als jetzt zum Beispiel unser BS65K. Aber gut, so viel zur Leinwand. Gucken wir uns jetzt mal hier den Raum an. Ja, sind wir ganz direkt. Das ist halt ein Kino, wo man sofort erkennt, es ist jetzt nicht von uns. Und hier hat der Kunde sich im Laufe der Zeit selbst verwirklicht. Und ich habe den Kunden jetzt auch wirklich gefragt, ob es ihm recht ist, wenn ich das mal hier auf Kamera bringe. Ich bin ja nicht hier, um jetzt irgendwas schlecht zu machen. Ich möchte dem Kunden auch Tipps geben, was kann man besser machen. Und es geht jetzt auch gar nicht um eine ästhetische Bewertung, sondern jetzt mal primär um Technik. Ich zeige mal kurz den Raum. Das ist der hintere Bereich. Das heißt, wir haben hier den Hauptsitzplatz. Hier kommt dann so ein Podest. Und die zweite Reihe sitzt hier direkt an der Wand. Der Beamer macht es sich im Nebenraum gemütlich und strahlt durch einen Bilderrahmen, der mit einem Glas versehen ist. Wir haben hier hinten, ich dachte jetzt hier wäre ein Bassabsorber, aber eigentlich nicht. Okay, eine, ich sage jetzt mal Bespannung. Hinten sind diese Teufel-Lautsprecher. Dann haben wir hier hinten, muss mal gucken, was das für ein Element ist, weil ich bin jetzt ja auch gerade mal seit ein paar Minuten im Raum, ein Akustikelement mit Diffusionswirkung. So, hier drüben ist noch ein Wallpanel. Wobei, nee, das sieht auch nur so aus, dahinter ist nichts. Also ein Fake-Panel, wenn man so möchte. So, und dann hier im Eingangsbereich, der sieht so aus. Ich glaube, die Lampe strahlt ein bisschen, so ist es besser. Genau. So, hier ist die Technik drin, die kommt noch demnächst raus, damit die mehr Platz hat, da drüben in den Gang. Und hier dahinter, Einbauschrank, auch irgendwie Einbauschrank. Und hier ist Noppenschaum. So, jetzt gehe ich nochmal nach hinten und zeige nach vorne und dann kann ich kurz erklären, wo hier die Krux liegt. Was heißt die Krux? Also, was mir hier einfällt. So, nehmen wir mal Platz. Also, man sollte grundsätzlich eigentlich immer erstmal die Basics vom Kino in den Griff kriegen. Das bedeutet immer den Raum symmetrisch nutzen. Das heißt, hier hinter der Leinwand sitzt jetzt ein Lautsprecher, nämlich der da drüben, näher an dieser Seitenwand als da drüben, weil hier noch diese Ausbuchtung kommt. Und das ist halt gerade für die Abstrahlcharakteristik in den tieferen Frequenzen ein Nachteil, weil wir hier ungleichmäßige Raumreflexion generieren. Der andere Punkt ist der, man sitzt hier relativ weit weg. Die Leinwand ist ziemlich groß, die ist 4 Meter groß und man sitzt ca. 5,5 Meter weg. Das ist für eine Widescreen-Leinwand schon fast eher ein Tickchen zu viel. Plus, hier kommt das Problem dazu, dass man sich hier so ein bisschen vermessen hat. Ich hoffe, man sieht es halbwegs. Hier drücken die Lautsprecher von hinten ein bisschen durch. Und da frage ich mich jetzt, ich habe vorhin den Kunden gefragt, was denn hier unter diesem Podestaufbau ist. Und da kam dann die Info, dass hier die Subwoofer liegen. Und dann frage ich mich jetzt, warum hat man da nicht bei der Planung einfach gesagt, okay, wir nehmen einfach die Leinwand und gehen mit der Leinwand bis hier vorne auf die Höhe der Subwoofer. Sprich, ich habe jetzt hier eine durchgehende Baffle-Wall-Tiefe und habe somit mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich kann hinter der Leinwand Akustikmaterial einbringen. Die Leinwand kommt näher zum Sitzplatz. Ich habe dadurch auch einen größeren Blickwinkel. Oder ich könnte, wenn mir dann die Leinwand zu groß ist, die Leinwand verkleinern und habe dann ein besseres Bild, weil die Leuchtdichte zunimmt. Gleichzeitig, wenn jetzt der Lautsprecher noch mal einen halben Meter nach vorne rutscht, habe ich auch einen größeren Winkel, einen seitlichen Winkel zum Frontlautsprecher. Das ist auch ganz wichtig. Und wenn man dann dabei noch guckt, dass man den Raum symmetriert, das heißt, dass der Lautsprecher hier nicht bis zur Seitenwand jetzt hier, na, ich sage jetzt mal 50 cm Abstand hat, was wir hier drüben nicht in demselben Maße haben. Zumindest sieht es jetzt nicht so aus. Kann aber sein, dass ich mich jetzt gerade irre. Ich kenne jetzt den Raum nicht so gut. Auf jeden Fall kommt es mir hier etwas breiter vor. Dann hat man eben auch da den Raum besser genutzt. Generell ist das hier natürlich schwierig, wenn man hier diese Ecke hat. Und im Sinne der Symmetrie ist es auch wichtig, dass das, was man links macht, auch das ist, was rechts ist für den Schall. Und mein gut, hier kann man jetzt sagen, hier ist links und rechts nichts, weil hier so ein Diffusor, der, also so ein Absorber, der letztendlich auch nichts macht. Okay, ja, das bringt auch nichts. Und dann ist es halt hier, dass da oben sollen auch so Mini-Diffusoren sein. Ja, also auf jeden Fall schadet es nichts, wenn an der Decke was ist, aber grundsätzlich sollte man den Raum an der Decke auch erstmal bedämpfen. Und
Ja, ich wäre generell auch mit der hinteren Sitzreihe ein bisschen nach vorne gekommen, weil an der Wand direkt sollte man möglichst nicht sitzen, sondern eher ein bisschen im Raum. Also entweder jetzt mit den Sitzen nach vorne und die Baffle-Wall in den Griff kriegen, sprich, dass die Lautsprecher hier nicht durch die Leinwand durch, ich sage jetzt mal, stechen, oder Baffle-Wall wiederum nach vorne und näher zum Sitzplatz. Und das ist halt auch hier wieder der Fall. Ein Kunde hat mir gerade berichtet, dass er jetzt nicht nur den Beamer bei uns gekauft hat, sondern sich woanders noch eine Vorendstufenkombi, und dass das halt so Stück für Stück einfach aufgebaut wird. Und ja, da sage ich, jetzt könnte sich der Kunde hier die beste Vorendkombi der Welt hinsetzen, in dem Moment, wo hier akustisch nichts gemacht ist. Das heißt, wir haben jetzt hier keine richtige Bassabsorption, weil halt eben die Baffle-Wall jetzt nicht entsprechend gebaut ist. Und die Lautsprecher, auch gerade die hinteren, jetzt nicht von der Symmetrie perfekt angeordnet sind, da kann auch die Vorstufe wenig rausholen. Und da muss man einfach an die Substanz ran und gucken, was kann man bei so einem Kino einfach im Grundansatz besser machen. Und wenn man sich dann halt überlegt, was man im Laufe der Zeit einfach alles an Zeit reinsteckt, an Geld reinsteckt, dann hier mal was verkaufen, dann was Neues ausprobieren, das ist ja genau der Punkt, wo manche Kunden dann irgendwann frustriert abbiegen von dieser Hardware-Spirale innerhalb einer Umgebung, die einfach einmal falsch gesetzt wurde. Und dann kommen die halt manchmal zu uns und sagen: Leute, hier, bitte macht mir den Raum komplett neu. Und ich möchte nicht noch mal ein paar Jahre hier rumbasteln. Und das, was man halt hier auch sieht, und ich sage das jetzt nicht, um hier böse zu sein, nur das ist halt jetzt zum Beispiel: Es ist relativ einfach, so ein Kino zu bauen und so auf 50, 60% kommen. Aber jede 10%, die da noch draufkommen, das sind genau die, die schwierig sind, wenn man sich mal dann die Ecken anschaut. Also hier zum Beispiel sitzt so ein Vorhang, der dann jetzt auch nicht so richtig läuft, sagt der Kunde. Irgendwie ging es wohl nicht so ganz. Ja, das sind halt genau, dass man hier keine Tackernadeln sieht, als Beispiel. Ja, oder hier Beleuchtungsbefestigung. Ich möchte jetzt nicht zu fies sein. Mir geht es nur darum, ich weiß, wie es ist. Ich habe selber auch so angefangen. Und man muss sich halt einfach entscheiden: Möchte ich das Bauen des Kinos zum Hobby machen und sagen, und wenn es halt 10 Jahre dauert, irgendwann komme ich an den Punkt, wo ich ein extrem schönes Kino habe, was bis ins Detail technisch und optisch funktioniert. Und wenn Sie sagen: Mensch, ich möchte eigentlich nur Filme schauen und meine primäre Passion ist es, was weiß ich, hier mit den Kindern Zeit zu verbringen oder halt in meinem Hauptjob zu arbeiten. Man muss ja auch sagen, viele von unseren Kunden sind Selbstständige, und für die ist es dann langfristig ja sogar günstiger, wenn die sagen: Komm, ich schaffe in meinem Job, gebe einmal Geld aus, lass mir das Kino bauen, oder ich mache ein Tooltime-Paket und dann brauche ich nicht ewig dran rummachen. Das ist halt das, was man jetzt hier schön zeigen kann. Ja, und dann fällt mir gerade noch ein, das verstehe ich halt offen gestanden nicht im Kino. Wenn man schon ein Kino hat, man sieht es ja jetzt sogar schon bei der hellen Decke, bei dem eingeschalteten Licht und dem normalen Testbild, dass man halt hier zwar graue Decke haben, aber dieses kleine Handtuch hier vorne oder dieser kleine Bereich mit 50 Zentimetern ist halt immer noch viel zu wenig. Es ist besser wie nichts, ganz klar. Aber wenn ich schon einen dedizierten Heimkino habe, na, dann ziehe ich doch die schwarze Akustikdecke idealerweise bis mindestens zur Sitzkante vorne, sodass das komplette Blickfeld, der komplette Sichtbereich quasi gar keine Ablenkung mehr bekommt. Und das gleiche haben wir an der Seitenwand. Hier drüben haben wir grau und auf der anderen Seite eben hier der Vorhang. Das sind Punkte, die man hier relativ schnell verbessern kann. Genau wie eben jetzt auch hier. Meine Empfehlung an den Kunden wäre wirklich als allererste Sofortmaßnahme: Berechnen, ob das mit dem Beamer passt, von der Zoomgröße her, die Leinwand einen halben Meter nach vorne holen, da hinten Bassabsorber rein. Das dürfte hier schon mal mit einem Schlag viel bringen. Plus Decke, schwarz bespannen einheitlich, schwarze Absorber rein, seitlich einheitliche Vorhänge reinziehen, auch für die Optik. Vielleicht sogar Akustikvorhänge, dann brauchen wir dahinter jetzt nicht unbedingt jetzt mit aufdickenden Diffusoren oder Absorbern arbeiten. So, das wäre die Richtung, die ich dem Kunden vorschlage. Ganz ehrlich, ich bin mit dem heutigen Tag total unzufrieden. Das war ein schlechter Tag. Lief vieles schief, so nebenher, viele Mitarbeiter angerufen, weil das und jenes nicht kam, und Lieferanten haben nicht rechtzeitig geliefert, und ich war bei allen Kunden länger als geplant, habe einen Mietwagen, mit dem ich irgendwie nicht so richtig grün bin, und ja, bin jetzt einfach nur müde, möchte ins Hotel, habe aber hier noch 200 Kilometer vor der Nase, deswegen
verabschiede ich mich für heute. Ich bin auch mit meinen Videos für heute offen gestanden nicht so wirklich glücklich, weil ich Zeitdruck hatte, kurz reinlabern. Ich hätte manche Dinge gerne ein bisschen anders erklärt. Sehen Sie es mir nach. Das ist halt einfach Dirty and Rough on the Road geschossen. Ich melde mich für heute ab und hoffe, dass es jetzt nur noch bergauf geht mit den nächsten Terminen. Schauen wir mal.